Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Video. In dieser Folge rede ich ein bisschen über Soundfonts, über das SF2-Format. Eigentlich ist das nur ein kurzer Tipp, aber legen wir doch gleich mal los. So, es gibt das Soundfont-Format, das SF2, und das Soundfont-Format ist im Prinzip sowas wie ein Multisample-Format, das etliche Informationen über wie die Samples angeordnet sind, wie sie abgespielt werden, in welcher Reihenfolge, mit welcher Velocity und so weiter. Und der Bitwig-Sampler kann ja auch Multisamples verwalten, laden und erzeugen. Und ich habe mir zum Beispiel einfach mal ein paar Samples geholt. Das ist das falsche Fenster. So, das richtige Fenster ist das hier. Und hier sind etliche Multisamples drin. Die sind auch ordentlich teilweise groß. Und die gibt es teilweise frei, teilweise kosten die auch etwas. Das Format an sich ist relativ frei. Jürgen Moosgraber hat da mal ein Video mit einer Präsentation zu den Soundfonts gemacht und noch so ein bisschen mehr zu dem ganzen Thema erzählt. Ich packe die Videobeschreibung darunter, dass ihr den Link zu Jürgen Moosgraber kriegt. Wer Jürgen Moosgraber nicht kennt, sollte ihn kennenlernen, denn er ist der Ersteller der Driven by MOS-Skripte für unter anderem Bitwig und auch Reaper. Und wer das alles nicht kennt, unbedingt auf seine Seite schauen, denn wer Bitwig oder ähnliche Software benutzt und auch noch diverse Controller dazu, sollte dieses Skript kennen. So, im Prinzip ist das alles komplett einfach. Ich lade hier einen Sampler rein, dann habe ich hier zum Beispiel ein Piano und Steinway Soundfont, den ziehe ich einfach hier in den Sampler rein und dann werden die ganzen Samples reingeladen als Multisample-Instrument. Und ich habe dieses freie Steinberg Soundfont Sample. Oder ich nehme jetzt irgendwas anderes, das habe ich jetzt im Vorfeld überhaupt gar nicht ausprobiert. Manchmal ist da auch ein kaputtes Sample dabei, wenn ich hier stark drauf drücke, wenn ich sanfter drauf drücke und nicht die volle Velocity halt nehme, dann ist da alles. Habe ich nochmal einen Rhodes mit einem schönen kaputten Loop drin. Oder ich nehme das, das sind glaube ich alles irgendwie nur Klaviere. Ah, das war noch das alte. Beispiel sowas oder Essential Keys. Ich weiß, das ist so lange her, dass ich das runtergeladen habe. Es gibt im Soundfont-Format gibt es teilweise wirklich schöne Instrumente und wenn man einfach nur mal so ein bisschen ein Instrument in diese Richtung haben möchte, gibt es da etliche freie und es gibt natürlich auch welche zu kaufen. Da müsst ihr einfach mal im Internet gucken, wo es die gibt. Genau, das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen und ich würde auch ganz ungern nur eine Empfehlung aussprechen. Aber wichtig ist zu wissen, der Bitwig-Sampler kann SF2-Format, also dieses Soundfont-Format, das Anfang der 90er aufkam und dann von Creative Labs, wer die Firma noch kennt, von ganz früher vertrieben worden ist. Die haben dann auch solche Soundkarten gemacht wie Soundblast und so weiter, die damals einfach der Standard waren. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Und schreibt mir Kommentare, teilt die Videos und bleibt mir treu. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in irgendeinem der nächsten Videos. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.